Wenn im Herbst in Berlin gewählt wird, wollen 25 Parteien dabei sein. So viele haben ihre Landes- oder Bezirkslisten abgegeben. Wer letztlich zur Wahl zugelassen wird, das entscheidet dann morgen der Landeswahlausschuss. Hoffnung macht sich auch die neu gegründete Mieterpartei. Sie will erreichen, dass sich an der Wohnungspolitik in Berlin etwas ändert. Entstanden ist das Ganze aus eigener Betroffenheit. Maike Ahlers und Sven Fischer sind die letzten Altmieter in der Kopenhagener Straße 46 in Prenzlauer Berg. Das Haus wurde energetisch saniert. Obwohl ihnen viele Politiker Hilfe versprachen, zogen die meisten Nachbarn wegen der drohenden Mieterhöhung aus. Der Vermieter hatte sein Ziel erreicht. Es passiert nicht genug. Und das, was die Parteien sich in ihre Programme schreiben, ist uns als Mieter einfach nicht genug. Wir kennen die Auswirkungen jetzt auch der Bundesgesetzgebung, speziell der energetischen Modernisierung und Sanierung. Und deshalb wissen wir auch, dass da auf einer breiteren Ebene gesamtgesellschaftlich etwas verändert werden muss, wozu die Parteien einfach nicht bereit sind. Deshalb treten sie beide als Direktkandidaten der neu gegründeten Mieterpartei zur Abgeordnetenhauswahl an. 2 Jahre lebten sie auf einer Baustelle. Die Wasserversorgung wurde deinstalliert. Wochenlang gab es weder Heizung noch Strom. Aufgeben kam für sie trotzdem nicht in Frage. Ich bin eine Person, die aufrecht gehen möchte. Ich möchte meine Wirbelsäule gerade halten können. Und mich hier zu beugen, wäre nicht möglich gewesen. Und das ist nicht eine Frage von Sturheit und Verbohrtheit, sondern eine Frage von, was darf ein Mensch mit mir machen? Und das darf niemand mit mir machen. Es ist ein extrem harter Weg. Er ist nicht für jeden. Und deshalb ist es einfach auch wichtig, dass dieser eine exemplarische Fall von uns jetzt auch wirklich da für andere Leute hilfreich ist, dass da wirklich etwas in Bewegung kommt. Weil es kann doch nicht sein, dass in unserem Staat nur die in ihrer Wohnung bleiben können, die das dickste Fell haben. Als Kandidaten der Mieterpartei wollen sie sich zum Beispiel auch für die Senioren vom Hansaufer einsetzen. Die hochbetagten Mieter des Seniorenwohnhauses in Moabit kämpfen auch schon seit 2 Jahren gegen die angekündigte Modernisierung und Mieterhöhung des Investors. Justizminister Maas kam und versprach Hilfe. Doch bisher sind die Bauarbeiten nur aufgeschoben. Die Mieterpartei will nun erreichen, dass sie grundsätzlich gestoppt werden und die Senioren ihren Lebensabend in Würde verbringen können. Das Hansaufer ist quasi die Keimzelle der Mieterpartei, die Bewohner-Gründungsmitglieder. Maike Ahlers, ihre Direktkandidatin. Sie hat es ja schon am eigenen Leib erfahren, was es heißt, Bauarbeiten. Sie hat es 2 Jahre mitgemacht und will helfen, dass wir uns das ersparen können. Und auch aus dieser Konsequenz heraus, dass ich sehe, wie leicht es ist, ältere Menschen wirklich so zu bedrängen, dass sie sagen, das ist zu viel für mich, denke ich, da braucht es jemanden echt, der sich da vorstellt und sagt, nee, so geht das nicht. Und da bin ich echt bereit zu. Also das nehme ich gerne als Auftrag, ganz besonders, weil ihr mir so ans Herz gewachsen seid. Sie wollen nicht mehr nur als Einzelinitiativen gegen Mieterhöhungen und Modernisierungen kämpfen. Sie fordern, dass die Wohnungspolitik grundsätzlich mieterfreundlich wird. Dafür wollen sie den etablierten Parteien ordentlich auf die Füße treten.